So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tyranny. Wir sind jetzt quasi am Anfang des eigentlichen Geschehens. Wir haben jetzt das letzte Mal nur den Hintergrund erläutert und ja, schauen wir uns doch mal um. Was haben wir denn hier? Wir haben erstmal zwei Tutorials. Charaktere und Bewegung und Steuerung, das ist. Oh, jetzt habe ich das eine schon weggeklickt. Sorry. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich werde alles erklären und die Tutorials in der Regel vorlesen, aber es ist nicht so wichtig. Um deinen Charakter zu bewegen, klicke an einer beliebigen Stelle, an der dein Mauszeiger als Kreis aus vier Keilen dargestellt wird. Wenn du einen durchgestrichenen roten Kreis siehst, kannst du dich nicht zu diesem Teil der Karte bewegen. So zum Beispiel geht nicht. So geht. Ihr werdet mich übrigens in diesem Spiel sehr oft klicken hören, was ich ein bisschen schade finde, aber ich hoffe, ihr stört euch nicht dran. Also. Wenn du im Verlauf deiner Abenteuer Gefährten in deine Gruppe aufnimmst, bewegen sich alle ausgewählten Gruppenmitglieder in ihre jeweilige Position in der Formation. Ihr hört also, wir bleiben nicht alleine. Du kannst dieses Spiel jederzeit pausieren, indem du auf deiner Tastatur Leertaste drückst oder in der Oberfläche auf das Tageszeitsymbol klickst. Drücke erneut Leertaste oder klicke auf das Symbol, um das Spiel fortzusetzen. Um das Inventar, die Attribute und die Talente deines Charakters einzusehen und zu verwalten, verwende die Schaltflächen auf der Navigationsleiste im oberen Bildschirmrand. Alternativ kannst du den Hotkey drücken, der mit der jeweiligen Oberfläche verbunden ist. I für das Inventar, C für deinen Charakterbogen, T für die Talente und J für das Questtagebuch, also Journal. Du kannst jederzeit Escape drücken, um das Spiel zu speichern, ein gespeichertes Spiel zu laden oder Tyranny zu beenden. Außerdem kannst du über F6 schnell speichern und über F8 den letzten Schnellspeicherstand laden. Man merkt, hier ist es nicht F5 und F8, wie es normalerweise ist, sondern F6 und F8. Oder was? Ich weiß gar nicht, was normalerweise F8. Egal. Bei F5 wäre normalerweise schnell speichern. Kann auch sein, dass es normalerweise F6 zum Schnellladen ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Sprechen wir mal mit dieser Dame hier. So. Und jetzt kommen wir in ein Gespräch. Lesen um das Gesprächstutorial. An einem Gespräch nimmst du teil, ein anderer Charakter und. Ah, ne, nochmal von vorne. An einem Gespräch nimmst du teil, ein anderer Charakter und manchmal zusätzliche Parteien wie Umstände, Passanten oder Gefährten, die etwas einwerfen. Deine Entscheidungen beeinflussen, wie sich die Geschichte entwickelt und welche Reputation sich dein Charakter mit der Zeit erwirbt. Die Bewohner der Welt erfahren von deiner Reputation, gut oder schlecht, und reagieren entsprechend. Reputation. Die Reputation in Tyranny bestimmt, wie wichtige Gruppierungen und Charaktere, von Archonten bis zu Gefährten, zum Schicksalsbinder stehen. Dabei wird die Reputation auf zwei Achsen gemessen: Gunst und Zorn. Streng genommen ist es eine Achse und es sind einfach nur zwei Extreme dieser Achsen. Aber egal. Deine Reputation. Wobei, nee, Quatsch. Es sind zwei Achsen, die parallel voneinander existieren. Man muss nicht zwingend keine Gunst haben, wenn man Zorn hat. Also, deine Reputation wirkt sich nicht nur darauf aus, welche Quests dir angeboten werden und wie Charaktere in der Welt dich behandeln. Sie verleiht dem Schicksalsbinder auch einzigartige Fähigkeiten. Für Gunst und Zorn werden unterschiedliche Fähigkeiten freigeschaltet und du erhältst unterschiedliche Belohnungen, je nachdem, wie die Gruppierung zu dir steht. Wichtige Sache. Gespräche. Also noch weiter. Die Attribute, nochmal, die Attribute, die Skills, die Geschichte und das Geschlecht deines Charakters können, genau wie Entscheidungen, die du während der Eroberung getroffen hast, unterschiedliche Dialogoptionen freischalten. Diese Optionen sind den anderen Antworten nicht unbedingt überlegen, aber sie bieten dir eine größere Auswahl, wie jemand auf deine Entscheidung, wie jemand auf deine Entscheidung reagiert, hängt von seiner individuellen Persönlichkeit und Einstellung ab. Wir werden dazu auch noch was sehen. Unter dem Porträt eines jeden Charakters, mit dem du sprichst, steht ein Banner. Diese Banner zeigen an, mit welcher Gruppierung der Charakter verbunden ist. Der Tooltip eines Banners enthält Details dazu, wie diese Gruppierung zu dir steht. Wir sehen hier Geschmähte, Gunst und Zorn noch 0% jeweils. Allerdings haben wir, glaube ich, bei Graven Ash automatisch durch unsere vorherigen Entscheidungen Gunst und Zorn angesammelt. Oft werden die Namen von wichtigen Charakteren und Orden in goldener Schrift angezeigt. Die Tooltips zu diesen Glossareinträgen liefern dir wichtige Informationen rund um die Spielwelt. Kann ich eigentlich einen Rechtsklick machen? Nö. Okay, fertig. Also, die Dame heißt wohl Aurora. Kairos, der Oberherr, sei gepriesen. Als ich die Lawine hörte, fürchtete ich, das Tal sei versiegelt worden. Mit dir auf der anderen Seite. Die geschmähten Kriegerin klopft mit ihrem Handschuh gegen ihren Brustpanzer, der traditionelle Gruß der Legion. Klink. Oh, man kriegt automatische Gunst. Und wir kriegen ein weiteres Tutorial.
In vielen Gesprächen wirst du Wörter oder Sätze in grüner Schrift lesen. Die Tooltips dazu enthalten Informationen, die dein Charakter über die Welt kennt, basierend auf deinen früheren Entscheidungen. Diese zusätzlichen Informationen können erklären, warum ein anderer Charakter dir gegenüber freundschaftlich oder feindlich eingestellt ist. Also, ich heiße dich herzlich willkommen zurück in Vendriens Brunnen. Vendriens Brunnen ist der Name der zentralen Ebene der Stufen. Sie ist ein von einer Bergkette umgebenes Tal mit Flüssen, Auen und hier und dort ein paar Bauernhöfen. Einst wurde das Tal vom Haus Vendrien des Reichs Apex regiert. Im Herzen steht der Turm des Berges und am Fuße des Gewalt... Nochmal vorne. Im Herzen steht der Turm des Berges und am Fuße des gewaltigen Steingebildes befindet sich eine alte Zitadelle, die vor Jahrhunderten gebaut wurde und bis vor kurzem zum größten Teil verlassen war. Ich trinke kurz einen Schluck. Gott, was werde ich in diesem Let's Play viel vorlesen? Und ich dachte, das wäre schon bei Sachen wie Zero Escape schlimm. Müsste gerade sogar noch laufen, der erste Teil. Ja, mit Sicherheit läuft der erste Teil noch. Den dritten Teil gab es ja schon länger. Okay. Die Höhle ist immer noch schwindelerregend und die... Was? Ach nee, die Höhe. Okay, jetzt verlese ich mich auch noch. Das fing ja super an. Die Höhe ist immer noch schwindelerregend und die Einheimischen immer noch widerlich. Zurzeit ist es sogar doppelt so schlimm, weil sie wegen des Friedensabkommens, das du ihnen angeboten hast, sauer sind. Eroberungsentscheidung. Als Architekt der Kapitulation des Reichs Apex hast du eine entscheidende Rolle bei der militärischen Eroberung von Vendriens Brunnen im Jahr 429 WZ gespielt. Was WZ bedeutet? Keine Ahnung. Die Vendrienwache, der älteste Kampftrupp in Apex, brach Anfang des Jahres 431 WZ die Kapitulation. Der Ereling-Pass ist immer noch so, wie du ihn in Erinnerung hast. Ich hatte gehofft, die Krieger deine Rückkehr mit einem ordentlichen Gelage feiern zu lassen. Aber man sagt mir, dass du woanders gebraucht wirst. Ich krieg die ganze Zeit Gunst, ohne es zu wollen. Meine persönliche Meinung aber ist, gut einen anderen Herold zu sehen. Eroberungsentscheidung. Kaum 10.000 Geschmähte brachen aus dem Nordreich auf, um die Stufen zu erobern. Und die Geschmähten, die heute noch im Land sind, waren Teil dieser ursprünglichen Armee. Im scharlachroten Chor kommen und gehen die Gesichter, doch im Laufe der Jahre hast du immer wieder dieselben Geschmähten gesehen. Das ist Aurora, Steinschild der zweiten Kohorte. Eine Veteranin des ersten Feldzugs nach Vendriens Brunnen vor 2 Jahren. Du hast mit ihr und ihrem Trupp gekämpft, in der Infiltration der Stufen, die Wochen vor der großen Eröffnungsschlacht in den Toren des Urteils stattfand. Diejenigen, die an diesen kühnen Angriffen vor dem Krieg teilgenommen haben, nennen sich gegenseitig liebevoll Herolde. Also, die mag mich. Also, dank Kairos' Willen sind die meisten Soldaten unserer Invasionsstreitmacht immer noch am Leben. Die meisten von uns wurden aber über die Stufen verstreut und bei Änderung der Bedürfnisse neu zugeteilt. Mir fehlt diese Zeit, als noch so viele Schlachten vor uns lagen, es noch so viel Ruhm zu erringen gab. Aber ich weiß, dass die Archonten dich erwarten. Lass mich nicht wehmütig von der guten alten Zeit schwärmen. Wir können stumm dreinblicken. Sagen, ich muss dem Archonten eine eilige Botschaft überbringen. Ich komme mit einem Edikt von Kairos. Unsere Soldaten werden ihre Aufgabe erfüllen oder sterben. Oder durch Wissen. Kannst du dieses Summen in der Luft hören und dieses Glühen um die Felsen herum sehen? Die Lawine ist Kairos Magie. Der Oberherr hat das Tal versiegelt. Ich denke, das ist sogar was, was ich jetzt einfach mal machen werde. Denn immer wenn man sowas macht, kriegt man auch Erfahrung für dieses jeweilige Attribut. Und Wissen schadet ja auch nicht. 45 Wissen EP erhalten. Jetzt. Tooltips zu Wissen und Reaktivität. In vielen Gesprächen wirst du Wörter oder Sätze in grüner Schrift... Ne, das hatten wir schon. Skill verbessert. Einer deiner Skills hat einen neuen Rang erreicht. Wenn du deine Skills im Spiel einsetzt, sammelst du darin Erfahrung. Sobald du in einem Skill genügend Erfahrung gesammelt hast, steigt er in den nächsten Skillrang auf. Während sich Skillränge erhöhen, erhalten deine Charaktere Erfahrung für den nächsten Levelaufstieg. Drücke C, um den Charakterbogen zu öffnen und deine aktuelle Skill-Erfahrung zu sehen. Gut. Deine Sinne sehen mehr als meine, guter Schicksalsbinder. Ich gebe nicht vor, viel über solche Dinge zu wissen, aber wenn das Kairos Magie war und du in wichtigen Angelegenheiten hier bist, nun, man muss nicht der Archont der Geheimnisse sein, um erraten zu können, dass du zur Verkündung eines Edikts hier bist. Was hat Kairos für den Feind auf Lager?
10 Jahre eitrige Pest, ein Edikt verdrehter Knochen. sagen wir lieber, wir müssen eine... Ach nee, komm. Nennen wir das Kind beim Namen. Ich komme mit einem Edikt von Kairos, unsere Soldaten werden ihre Aufgabe erfüllen oder sterben. Das Edikt ist gegen uns gerichtet. Ihre Augen weiten sich angsterfüllt und ihre Haltung erschlafft. Aber der scharlachrote Chor hindert uns daran, etwas zu unternehmen. Was bezweckt der Oberherr mit der Bestrafung beider? Sie räuspert sich seufzend. Vergib mir. Diese Frage steht mir nicht zu. Wir hätten den Feind innerhalb von Wochen nach unserer Ankunft im Tal bezwingen sollen. Die Verzögerung wirft ein schlechtes Licht auf uns alle. Unsere Möglichkeiten. Wenn wir alle Kairos Willen folgen und den Aufstand niederschlagen, wird niemand von uns Schaden erleiden. Stumm dreinblicken. Zwei Archonten und ihre Armeen können eine Zitadelle nicht einnehmen, die schon einmal eingenommen haben. Natürlich ist Kairos wütend. Oder mit List? Dein erster Instinkt ist es, dem scharlachroten Chor die Schuld zu geben. Kein Wunder, dass Kairos auf ein Edikt zurückgreift, um die Ordnung herzustellen. Gut, unsere erste Loyalität gilt Kairos. Gut, streng genommen Thunon, und der dient direkt Kairos. Aber eigentlich wollen wir Schaden verhindern und... Ja, komm, ich möchte eigentlich auch die... Ich möchte ein Rollenspiel machen. Ich möchte jetzt nicht einfach deswegen die List-EP nehmen. So. Wenn wir alle Kairos Willen folgen und so weiter. Gunst gewonnen. Wäre das nicht das zweite Mal, dass man dir die Aufgabe gibt, ein Edikt gegen unsere eigenen Leute zu verkünden? Ein Edikt gegen Kern zu verkünden muss eine düstere Aufgabe gewesen sein. Aber jemand musste die Hinrichtung dieses Verräters ja bekannt geben. Ich hoffe, du hast recht, dass wir nun unsere Ärsche in Bewegung setzen müssen, um diesen Aufstand niederzuschlagen. Hoffentlich macht dies den Archonten Feuer unter dem Arsch, damit sie sich endlich auf einen Plan einigen. Ihr merkt, das Spiel ist teilweise etwas ruppig in der Ausdrucksweise. Nun, du hast eine lange Reise hinter dir. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Die Archonten warten bestimmt auf deinen Bericht in... Sie verstummt und ihre Aufmerksamkeit gilt ursprünglich etwas in östliche Richtung. Hast du das gehört? Noch mehr Läufer, zum dritten Mal diese Woche. Die Eidbrecher versuchen immer wieder, ihre Läufer durch unsere Berge zu schicken, um Verstärkung von außerhalb des Tals zu holen. Sie deutet zu dem eingestürzten Weg hinüber, über den du gekommen bist. Aber damit sind sie jetzt ein bisschen zu spät dran. Komm, lass uns diesen Eidbrechern einen guten Kampf liefern. Eidbrecher. Zu Ehren der Vendrienwache, welche die Kapitulation im Jahr 429 nicht einhielt, werden die Mitglieder dieser Gruppierung des Stufenvolks von Geschmähten und dem Scharlachroten Chor als Eidbrecher bezeichnet. Vielleicht ist dies eines der wenigen Punkte. Nochmal vorne. Vielleicht ist das einer der wenigen Punkte, bei dem sich die Geschmähten und der Scharlachrote Chor einig sind. Das heißt, jetzt kommen wir zum ersten Kampf. Dabei wird pausiert, man kann also tatsächlich mit Leertaste auch pausieren und so weiter. Kampf. Tyranny verwendet ein pausierbares Echtzeitkampfsystem. Du wirst oft mehrere Charaktere gleichzeitig steuern, deshalb empfiehlt es sich, das Spiel zu pausieren. Befehle zu erteilen und diese Befehle dann in Echtzeit ausführen zu lassen. Das Optionsmenü erhält auch viele Möglichkeiten, das Spiel bei bestimmten Ereignissen automatisch zu pausieren, beispielsweise zu Beginn eines Kampfes. Drücke Leertaste, um das Spiel zu pausieren oder fortzusetzen. Dein Charakter kann mit seiner ausgerüsteten Waffe jederzeit Basisangriffe ausführen. Wenn er unbewaffnet kämpft, verwendet er dazu seine Fäuste. Darüber hinaus besitzen Charaktere besondere Fähigkeiten und Zauber, die sie im Kampf einsetzen können. Wenn ein Charakter ausgewählt wird, werden seine Hotkey-Fähigkeiten auf seinem Fähigkeitsbalken angezeigt. Wenn ein Charakter neue Fähigkeiten und Zauber hinzugewinnt, wird der Fähigkeitsbalken automatisch um diese ergänzt. Du kannst auf alle Fähigkeiten und Zauber deines Charakters zugreifen, indem du das Kategoriesymbol unten im gewählten Rahmen anklickst. Fähigkeiten sind unterteilt in Talente, Zauber, Kombo-Fähigkeiten, Artefaktfähigkeiten, Reputationsfähigkeiten und Haltungen. Es folgen Kategoriesymbole für Waffensets und Schnellauswahlgegenstände. Um eine Fähigkeit einzusetzen, linksklicke auf das Fähigkeitensymbol oder drücke den Hotkey, der mit der entsprechenden Position auf dem Fähigkeitsbalken verbunden ist. Dein Mauszeiger ändert sich, um anzuzeigen, ob er sich auf einem gültigen Ziel für die Fähigkeiten befindet. Wenn der Mauszeiger in der Ecke ein rotes X hat, befindest du dich nicht über einem gültigen Ziel. Werden in der Ecke des Mauszeigers zwei Füße angezeigt, musst du dich näher an das Ziel heranbewegen, um die Fähigkeit einzusetzen. Bei Fähigkeiten, die Gruppenmitglieder als Ziel haben, Heilzauber, Stärkungszauber und so weiter, kannst du auf die Gruppenporträts klicken, um das jeweilige Gruppenmitglied als Ziel auszuwählen.
Du kannst die Zielauswahl, um die Zielauswahl und die Fähigkeit abzubrechen, drücke einfach Escape. Hierzu möchte ich auch sagen, gerade Aurora ist nicht unser Gruppenmitglied gerade. Wir können sie, selbst wenn wir einen Heilzauber hätten, könnten wir sie nicht heilen. Alle Charaktere im Spiel, egal ob Freund oder Feind, besitzen 5 primäre Verteidigungen gegen Angriffe. Parieren, Ausweichen, Ausdauer, Wille und Magie. Diese Verteidigungen basieren auf den Attributen des Charakters, auf ausgerüsteten Gegenständen und anderen Effekten. Die Genauigkeit eines Charakters basiert auf seinem Können im Umgang mit dem Waffentyp, den er momentan führt. Wenn ein Angriff ausgeführt wird, wird die Genauigkeit mit den jeweiligen Verteidigungen verglichen, um zu errechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Treffers ist. Ein Angriff endet in einem von 4 möglichen Ergebnissen. Treffer, leichter Treffer, kritischer Treffer oder Fehlschlag. Ein kritischer Treffer erhöht deinen Schaden, ein leichter Treffer verringert ihn. Mit jedem Angriff erhältst du Erfahrung in den Waffenskills, die du für den Angriff eingesetzt hast. Selbst für einen Fehlschlag erhältst du ein wenig Erfahrung. Ich würde sagen, gehen wir erstmal drauf. Was haben wir? Einmal den Stoß. Ein Angriff gegen ein einzelnes Ziel, der Elemente vom Kampfstil des Angreifers erbt. Also in dem Fall heißt das einfach, wir hauen den mit der Zweihandwaffe auf den Schädel. Ich bin aber ehrlich gesagt dafür, können wir nicht das Waffenset wechseln? Ich möchte gerne den Streitkolben nehmen. Der ist nämlich, glaube ich, insgesamt ein bisschen besser, aber auch ein bisschen langsamer. Ist verheerend, was auch immer das bedeutet, ich weiß es nicht. Umschlag ist gerade Blödsinn. Zerrütten wäre eine geile Idee. Erstmal zerrütteln wir den Gegner. Und jetzt los. Jetzt haben wir ihm schön so ein bisschen die Rüstung kaputt gedonnert. Als nächstes hauen wir ihm einen Stoß hinterher. Ihr seht hier halt diese Abklingzeit. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Teilweise brauchen die ewig, bis sie angreifen. Aber zum Glück tankt gerade Aurora für uns. Ihr seht hier auch diese diese kleinen Kreise, die da sind. Zeigen halt an, wie viel da noch braucht. Das war der erste Streich. Arbeiten wir uns weiter den Pfad entlang. Wir können erstmal looten. Ein Schleifstein. Und ein Schutztrank. Und hier ist ein Punkt, der sehr interessant ist. Ja, die Lawine blockiert uns. Glaubst du, du kannst dich durch den Schutz zwängen? Jetzt hier haben wir die Möglichkeit. Durch die Lücke zwängen, das geht immer. Und den Felsen bewegen. Dafür brauchen wir 30 Athletik. Die haben wir. Dein Gewicht gegen den Felsen direkt vor dir drücken, bis er anfängt sich zu bewegen. Damit können wir nämlich einen Gegner sparen. Zerrütten wir erstmal hier die Rüstung. Anschließend ein Rundumschlag. Hallo, Rundumschlag. Ja gut, stimmt, der lädt den gerade auf. Alles gut. Bots. Und ein Stoß hinterher. Ich muss dem echt die Schnelligkeit höher skillen. Also wir sehen, dieses Kampfsystem ist halt nicht das schnellste oder sowas, aber ich finde sowas persönlich ganz nett. Insbesondere, weil es halt so wirklich an klassisches Rollenspiel erinnert. Will do. Bumpf. Ja, die Keule ist cool. Wir können looten. Einen Sonnenwache-Wurfspeer. Ist nicht gerade unser Stil. Ein sogenannter Steinschild, das ist eine bestimmte Stellung innerhalb der Wache. Also der Geschmähten. Muss kurz einen Schluck trinken. Also, kümmere dich nicht um mich. Geh nun zum Pass. Drastus. Der Soldat hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Bauch. Zwischen seinen Fingern siehst du Gedärme hervorquellen. Du bist verwundet und zwar schwer. Er lacht durch zusammengepresste Zähne. Das ist nur ein Kratzer. Das habe ich schon unzählige Male gesehen. Habe ich schon unzählige Male Schlimmeres gesehen. Er krümmt sich vor Schmerzen, röchelnd und zitternd. Ich kann dir helfen. Ich sagte, es geht mir gut. Der Soldat stöhnt und schüttelt den Kopf. Graven Ash beschützt. Geh du weiter und hilf den anderen. Graven Ash beschützt. Graven Ash, Archont des Krieges, kann seine Soldaten vor Verletzungen und Erschöpfung schützen. Dieser schützende Einfluss wird selbst aus großer Entfernung ausgeübt oder wenn er schläft. Falls er je schläft, die Gerüchte widersprechen sich. Nur wenige verstehen, wie diese arkane Macht funktioniert.
Doch jeder, der den Geschmähten im Kampf gegenüberstand, kann bezeugen, dass Ashs Soldaten schwere Verwundungen überleben, sowie die Erschöpfung des Hungers oder des langen Marsches in schwerer Rüstung einfach abschütteln. Wenn die Geschmähten verwundet werden, scheint Ashs Ägide, wie manche die einzigartige Macht des Archonten nennen, den Geschmähten zu helfen, sich rasch zu erholen und in die Schlacht zurückzukehren. Wir werden diesen Spruch noch häufiger hören, Graven Ash beschützt. So häufig beschützt er auch nicht. Was haben wir hier? Wachtod. Ach so, das ist nett, weil wenn du das schluckst, kannst du halt eine Weile nach einer Niederlage wieder aufstehen. Was ist denn hier los? Try and catch me, Worm. Das ist einer der Charaktere, die so ein bisschen, ich sag mal, regelmäßig vertont werden. Aber natürlich nur auf Englisch. Versuch mich zu fangen, du Wurm. Eine junge, scharlachrote Wüterin tanzt um die Angreifer der Vendrien-Wache herum und weicht ihren Waffen mit flüssigen, graziösen Bewegungen aus. Sie nickte zum Gruß zu. Scharlachrote Wüterin, die. Scharlachrote Wüter sind die Elitekämpfer des Scharlachroten Chors. Sie zeichnen sich durch ihre anmutigen Angriffe und ihre mörderische Beharrlichkeit aus. Die Wüter sind besser bewaffnet und ausgebildet als die meisten Chorrekruten. Sie ziehen in der Vorhut in die Schlacht. Ihre brutalen Darbietungen ihrer Fähigkeiten inspirieren in den Horden Blutrünstigkeit und im Feind Furcht. Sonnenwache, das ist auch wieder eine Fraktion, tatsächlich die Vendrienwache. Eine atemlose feindliche Soldatin wirft ihrem Landsmann einen Blick zu. Die hier ist übergeschnappt, hat wohl zu viel Blei im Wasser. Wir sollten uns unsere Verluste einschränken und umkehren. Fatebinder. You're here at last. Care to join me in putting these cowards out of their misery? Gut, wir sind der grausame Henker gegenüber den Feinden. Also, sie nickt in Richtung der bewaffneten Soldaten, die sich ihr schnell nähern. Lass noch welche für mich übrig. Angriff für das Reich Apex! Die Kämpfer der Vendrien-Wache senken ihre Waffen und rücken vor. So, jetzt haben wir tatsächlich einen Gefährten, oder bis eine Gefährtin. Die Gefährtin Lyra, aus irgendeinem Grund heißt sie im Deutschen Lyra, eigentlich heißt sie, glaube ich, Verse, hat sich dir angeschlossen. Lyra ist eine fähige Kriegerin, sowohl im Nah- als auch im Fernkampf. Wenn du Gefährten in deine Gruppe aufnimmst, musst du deren Stärken auf die Stärken deines Charakters abstimmen, und um im Kampf Erfolg zu haben. Du kannst zwar auch alleine deine Abenteuer bestehen, aber das Spielerlebnis ist erfüllender, wenn du über eine ausgeglichene Gruppe verfügst. Es befinden sich jetzt zwei Charaktere in deiner Gruppe und beide sind ausgewählt. Jeder Befehl, den du nun erteilst, wirkt sich auf beide Gruppenmitglieder aus. Um ein einzelnes Gruppenmitglied zu wählen, klicke auf den Auswahlkreis oder das Porträt oder drücke F1 für den Spielercharakter oder F2 für Lyra. Um mehrere Gruppenmitglieder auszuwählen, klicke und halte irgendwo auf dem Bildschirm und ziehe ein Rechteck um die Kreise der gewünschten Gruppenmitglieder. Du kannst deine neue Gefährtin entweder direkt kontrollieren oder ihre KI aktivieren, sodass sie automatisch angreift und ihre Fähigkeiten einsetzt. Wenn die KI aktiviert ist, kannst du Gefährten jederzeit auswählen und ihnen befehlen, einen bestimmten Feind anzugreifen oder eine Fähigkeit einzusetzen. Sie werden deinen Befehl folgen. Mit einem Rechtsklick auf den KI-Button kannst du die KI-Einstellungen für deine Gruppenmitglieder ansehen. Du kannst das Auto-Angriff-Verhalten für jeden einzelnen Charakter anpassen. Es legt fest, wie er Feinde angreift. Für Gefährten kannst du auch KI-Pakete wählen, die bestimmen, wie sie im Kampf ihre Fähigkeiten einsetzen. Lyra besitzt verschiedene Kampfhaltungsfähigkeiten, die ihr im Kampf unterschiedliche Vorteile verschaffen. Kampfhaltungen sind modale Fähigkeiten, das heißt, sie können aktiviert und deaktiviert werden. Es kann immer nur eine Kampfhaltung aktiv sein. Wenn eine Kampfhaltung deaktiviert wird, beginnt eine kurze Abklingzeit für alle Kampfhaltungsfähigkeiten. Gucken wir uns mal an, was hat die denn für Kampfhaltung? Roter Geysir, drei Flüstern und suchende Scheide. Gehen wir mal durch. Roter Geysir, minus 10 Ausweichen, verleiht deinem nächsten Angriff Bonusschaden in Höhe von 50% des durch Angreifer erlittenen Schadens. Okay, das ist hart. Also je mehr Schaden man einsteckt, desto mehr teilt man aus. Dafür weicht man auch nicht mehr so oft aus und pariert nicht mehr so oft. Ja, kämpfe aggressiv, wodurch die Parieren und Ausweichen-Verteidigung reduziert wird. In dieser Haltung wird ein Teil allen Schadens, den Lyra erleidet, dazu genutzt, die Macht ihrer nächsten Angriffe zu erhöhen. Drei Flüstern. Hat sie eigentlich gerade irgendeinen Buff drauf? Hm.
Nimm eine, also macht 20 Ausweichen, ist ganz nett. Nimm eine meditative Kampfhaltung ein, die sich darauf konzentriert, feindlichen Angriffen auszuweichen. In dieser Haltung werden außerdem ungebunden und spottendes Eisen mächtiger. Hat sie gar nicht. Suchende Scheide. 10 Genauigkeit mehr, geht sowohl mit Bogen als auch mit 2 Waffen. Konzentriere dich darauf, mit Präzision anzugreifen. In dieser Haltung sind Angriffe genauer und die Fähigkeiten Fählen, Begraben und Spanferkel werden mächtiger. Fählen hat sie. Lyra löst beide ihre stößt beide ihre Waffen in das Ziel und durchdringt dessen Rüstung. Komm. Du schmeißt die Haltung an. Ach ja, wir haben jetzt auch hier eine Kombo-Fähigkeit, die setzen wir aber noch nicht ein. So, erstmal zerrütteln. Und als nächstes den hier. Wenn die Fähigkeit... Ja gut, die Fähigkeit wird aufgeladen. Alles ist gut. Ich kann natürlich gucken, was Lyra macht. Komm, die pfählt den erstmal. So geht das. Ich denke, ich werde bei Lyra hauptsächlich später als Fernkämpferin dabei haben, weil die ist relativ gut mit dem Bogen. Und wie man sieht, die greift deutlich schneller an. Halt, du wechselst dein Waffenset. Und gehst erstmal dahin. Brennendes Eisen. Schieße einen brennenden Pfeil ab, der gegen einen Brand steckt. Das ist doch mal was. Er hier hingegen, ja, er haut weiter drauf. Ach so, sie lädt noch auf. Oh, was ist das denn jetzt gerade für eine Fähigkeit gewesen? Quest aktualisiert. Willkommen in der Ruine. Ja. I can tell you didn't spend the conquest in a diplomat's tent. Wir seht, die hat jetzt plötzlich unser Symbol unten. Loyalität 0% und Furcht 0%. Oder besser 0 und 0% ist dahinter. Ich würde sagen, hier mache ich erstmal einen Schnitt. Und es wird noch interessant, keine Sorge. Wir werden allerdings auch sehr viel reden mit den einzelnen Charakteren. Das geht in diesem Spiel zwar auch anders, man kann auch einfach durchrennen, aber die Gespräche sind einfach der Großteil. Und ich sehe gerade, wir haben eine Riesenmenge an Tutorials, mit denen ich die nächste Folge beginnen werde. Waffensets, Kampfbindung, kritische Treffer, Fähigkeiten, Charaktererholung und so weiter. Also das kommt am Anfang der nächsten Folge. Ich hoffe, euch gefällt's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch soweit gefallen hat. Und ja, konstruktive Kritik wird natürlich auch immer gerne gesehen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!